So, ein herzliches Willkommen nochmal an alle zu unserem inzwischen 11. Bausteine im Dialog-Event Digitales Wissensmanagement. Das ist die letzte Bausteine im Dialog-Veranstaltung vor der Sommerpause zu unserem 10. Baustein Wissensmanagement. Ein sehr spannendes Thema, wie wir festgestellt haben in der Vorbereitung. Und wir haben im Vorfeld mit vielen, vielen Personen gesprochen, mit Unternehmen gesprochen, die sich damit auseinandersetzen. Es hat sich herausgestellt, dass damit ganz unterschiedliche Assoziationen auch verknüpft werden, verschiedene Fragestellungen einhergehen. Deshalb haben wir zum einen die Gesellschaft für Wissensmanagement eingeladen, die uns einmal zeigen wird, Wissensmanagement, was ist das denn eigentlich? Und uns dann verschiedene Praxisbeispiele anschauen. Oliver Fleischmann ist dabei, auch von der Gesellschaft für Wissensmanagement zusammen mit Franziska Rabe. Dann haben wir dabei Dr. Thomas Schüler von HelloKlein, Finalize mit Dr. Christian Hansen und werden in der Runde einmal verschiedene Perspektiven auf Wissensmanagement und wie das mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenhängt werfen. Wir wollen auch gerne wissen, wer Sie sind. Deshalb, Bea, würde ich dich bitten, blende doch bitte mal unsere Umfrage ein, sodass wir sehen können, wer ist heute eigentlich hier, aus welchem Bereich kommen Sie und welche Fragen haben Sie mitgebracht für heute? Herzlichen Dank auch an diejenigen, die vorher schon die Frage beantwortet haben. Genau, während Sie hier alle mitmachen, ich sehe, es bewegt sich schon ganz viel vorweg, schon der Hinweis, wir haben jetzt eine Stunde Bausteine im Dialog, unsere interaktive Diskussionsveranstaltung mit den Impulsen vorneweg. Und im Anschluss geht es dann ab 12 Uhr weiter auf WonderMe mit einem virtuellen Networking noch zum lockeren Ausklang, bevor wir dann alles so nach und nach in die Sommerpause starten, um uns zu den Bausteinen und zu Business Management noch weiter zu vernetzen oder eben den Themen, die Sie aktuell beschäftigen. Und wir sehen, es sind ganz viele Unternehmen heute dabei, 64%, also 2/3. Aber auch aus dem Bereich Forschung, Verwaltung, Branchen, Unternehmensverbänden, verschiedenste Akteure. Herzlich willkommen nochmal an alle. Ich gucke gerade, ob ich das auch für Sie mit einblenden kann. Schon alle teilgenommen, genau. Ich stelle an der Stelle auch meine Kollegin vor, Beatrice Wilfinger, die uns heute mit unterstützt. Herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen haben sollten, etwas nicht funktionieren sollte, dann schreiben Sie gerne jederzeit der Kollegin. So, dann beenden wir gerne die Umfrage, wenn Sie alle teilgenommen haben. Sieht ganz gut aus. Genau, also jetzt fast 2/3 Unternehmen. Das freut uns besonders. Sie haben hoffentlich viele Fragen mitgebracht. Und da muss ich gerade einmal gucken. Genau. Die zweite Frage, die müssen wir dir nochmal separat einblenden. Ist die auch schon? Okay, prima. Dann gucke ich gerade nur, wie ich sie einblenden kann. Ah, so. Gut. Und, ach, hier Umfrage 2. Jetzt. Die müssen wir doch nochmal separat starten. Ja, ich starte sie direkt. Wir wollen nämlich auch wissen, welche Bereiche Sie interessieren im Bereich Wissensmanagement. Da dürfen Sie direkt auch mit angeben, in welchem Bereich Sie besonders große Fragen mitgebracht haben. So können wir nachher dann hoffentlich spezifischer darauf eingehen. In der Zwischenzeit will ich schon mal weitermachen und einmal kurz etwas zu uns sagen. Wir sind nachhaltig digital. Einige von Ihnen waren schon bei den bisherigen Veranstaltungen dabei. Wir sind die Kompetenzplattform für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und von Baum e.V., dem nachhaltigen Unternehmensnetzwerk. Wir sind seit 2018 dabei, Nachhaltigkeit und Digitalisierung miteinander zu verbinden, wollen hier nützlichen Content bereitstellen für Sie, den Sie in den Unternehmen, in Ihren Unternehmen anwenden können zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Deshalb, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie immer gerne auf uns zu. Und bevor wir genau auf Wissen eingehen, sehen wir hier jetzt auch die Ergebnisse. Ich glaube, Sie haben alle teilgenommen. Können wir einmal drauf gucken. Und
Genau, sehen. Wissensverteilung ist eine Fragestellung, die ganz viele beschäftigt. So, prima. Ganz herzlichen Dank. Dann wissen wir schon mal genauer, wo Ihre Fragen liegen, worauf wir heute besser eingehen können. So, dann eins weiter. Wissen. Wir haben uns gefragt, was hat das denn mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu tun? In einer Befragung unter 500 KMU haben wir herausgefunden, 2/3 der KMU benötigen mehr Wissen, um die Digitalisierung für eine ökologischere Wirtschaftsweise zu nutzen. Und auf der anderen Seite sehen 3/4 aller KMU in der Digitalisierung Potenzial für einen besseren Zugang zu Wissen. Das heißt, es gibt hier ganz viele Verbindungen, die wir heute genau miteinander beleuchten wollen. Wie können wir Wissen besser managen für eine nachhaltig digitale Transformation und zukunftsfähige Organisation? Wichtig auch deshalb, weil, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, bis zu 50% des Wissens verloren gehen können. So mal ein paar Zahlen vorneweg. Das sind Ergebnisse aus unserem Nachhaltig-Digital-Monitor. Es werden, wie gesagt, mehr Wissen gebraucht, es werden mehr Anregungen auf Praxisbeispiele und Lösungsansätze gebraucht. Unsere Antwort darauf sind die nachhaltig digitalen Bausteine. Heute der Baustein zu Wissensmanagement mit praktischen Ansatzpunkten, Praxisbeispielen, Expertenbeiträgen. Einige davon haben wir heute eben zu Wissensmanagement heute hier. In der Vergangenheit, im letzten Jahr gab es noch andere Bausteinthemen. Hier sehen Sie ein paar davon: 3D-Druck über den Digital Twin bis heute zu digitalem Wissensmanagement. Und wir wollen uns nochmal zum Einstieg, was hat das eigentlich miteinander zu tun, einen Impuls anschauen von Frau Professor Weißenberger-Eibel, Beiratsmitglied von Nachhaltig Digital und Leiterin des Fraunhofer Instituts ISI. So, oh, entschuldigen Sie, jetzt geht es los und ich hoffe, Sie hören den Ton. Nein. Dann muss ich noch einmal kurz meine Bildschirmpräsentation neu beginnen, damit Sie mit uns zuhören können. So. Ton freigeben. Jetzt sollte es hoffentlich klappen. Die Vielfalt und Intensität an Informationen, auf die wir zugreifen können, erhöht sich jeden Tag. Zudem haben sich in unserer Welt durch die Globalisierung und Digitalisierung sehr komplexe vernetzte Systeme entwickelt. Diese Systeme können wir als einzelne Individuen in ihrer Gesamtheit gar nicht erfassen. Um aus vorhandenen Informationen Chancen zu entwickeln, müssen wir Informationen in Wissen überführen und hierzu disziplinübergreifend zusammenarbeiten. Wenn wir aber in unserem Fachbereich unterwegs sind, sprechen wir unsere eigene Sprache. Um uns auszutauschen und andere zu verstehen, müssen wir unsere Fachsprache übersetzen und dabei eine Sprache finden, die unser Gegenüber versteht. In meinem Gastbeitrag schreibe ich über die Herausforderungen, die sich für Unternehmen diesbezüglich stellen und beantworte die Frage, warum effektives Wissensmanagement ein zentraler Baustein für Innovation ist. Lassen wir uns die entstehenden Chancen wahrnehmen. Um Chancen zu ergreifen, kann auch die Digitalisierung einen Beitrag leisten im Hinblick auf Daten- und Informationsverarbeitung, aber auch im Hinblick auf Kommunikation. Inwieweit dies aber zu einem produktiven Wissensmanagement führt und was noch zu tun ist, darüber berichte ich ebenfalls in meinem Gastbeitrag. Klar ist, Wissen ist ein wichtiger Rohstoff unserer heutigen Zeit, aber auch unserer Zukunft. Wenn wir diesen richtig einsetzen, kann er nicht nur für Unternehmen, sondern auch für uns als Gesellschaft langfristig das Überleben sichern. In diesem Sinne kann unser Wissen zu einer nachhaltigen Entwicklung verhelfen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich, mit meinem Beitrag zu neuen Gedanken und Diskussionen anzustoßen und mich mit Ihnen auszutauschen. Sprechen Sie mich gerne an. So, genau. Frau
Professorin Weißenberger-Eibel kann heute leider nicht dabei sein. Sie haben aber die Möglichkeit, sich nochmal vertieft mit ihrem Beitrag auseinanderzusetzen. Wir teilen ihn gleich im Chat. Und sie steht auch für Rückfragen zur Verfügung, wie sie bereits mitgeteilt hat. Da ganz herzlichen Dank in Richtung Fraunhofer ISI. Und wir haben gesehen, Wissen ist ein wichtiger Rohstoff in unserer heutigen Zeit, auch für die Zukunft für Unternehmen. Und wenn wir ihn richtig einsetzen, dann können wir eben Unternehmen, aber auch unsere Gesellschaft zukunftsfähig gestalten. So, was ist Wissensmanagement überhaupt? Dafür möchte ich jetzt gerne Frau Franziska Rabe erstmal einladen, einen Impuls zu geben, zusammen mit ihrem Kollegen Oliver Fleischmann von der Gesellschaft für Wissensmanagement. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich, dass ich auch heute Hallo sagen darf und das Thema Wissensmanagement, was wir als Gesellschaft voranbringen wollen, einmal präsentieren kann. Ich hoffe, die Dinge sind für Sie alle nicht doppelt und wir spulen irgendwie ganz weit zurück. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen noch interessant, was eigentlich hinter dem Begriff steckt und wie wir da strategisch sinnvoll mit umgehen können in Unternehmen. Dazu bin ich mit Oliver Fleischmann hier und ich werde mit ihm einen groben Rahmen quasi geben, dass wir nachher in die Diskussion gehen können. Sie können mich einfach gerne ansprechen, wenn es Fragen gibt. Ich habe das Thema, was man auch ganz anders präsentieren kann, heute ein bisschen mit mehr Text mitgebracht, damit Sie im Nachgang einfach auch mit den Folien auch noch was anfangen können und auf die vielen Hinweise eingehen können, weil sich einiges tut gerade, wie man nämlich Wissensmanagement gut implementieren kann, sodass es auch seine Wirkung entfällt. Und genau, dazu teile ich einmal den Bildschirm. Schreiben Sie Fragen gerne schon in den Chat, immer dann, wenn sie Ihnen einfallen. Und das Beste beim Wissensmanagement ist zu erkennen, dass es eigentlich so viel zu wissen gibt, dass man eigentlich grundsätzlich etwas nicht wissen kann und dass es immer darum geht, eine Frage auch zu stellen, wenn man sie hat. Von daher, seien Sie nicht schüchtern und fragen Sie einfach. Einmal zur Einordnung. Wer sind wir? Genau, wir haben uns gerade schon vorgestellt. Aber wir, das sind die Gesellschaft für Wissensmanagement. Wir beschäftigen uns mit dem professionellen und verantwortungsvollen Umgang mit Wissen und fördern das in Theorie und Praxis und das Ganze schon seit 20 Jahren. Wir haben dazu ein überregional verteiltes Netzwerk in Deutschland und Österreich, bestehend aus Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und engagierten Einzelpersonen. Und das Ganze, wir sind über 400 Mitglieder und haben zusätzlich zu den Mitgliedern, die wir haben, auch noch viele Abonnenten unseres Newsletters und GFM-Themen. Da gehe ich gleich kurz drauf ein. Aber worum geht es uns eigentlich? Es geht darum, dass den erfolgskritischen Faktor Wissen in der Gesellschaft so zu verankern, dass einfach auch die Trennung klarer wird zwischen der Abgrenzung zwischen Daten, Information und Wissen und das Ganze mit einer größeren Perspektive anzusehen, damit man damit vorgehen kann, die richtigen Schritte zu tun für sich selbst als Unternehmen. Dazu sind wir aktiv in Regionalgruppen und Fachgruppen und unter anderem gehe ich heute einmal auf diese ISO 30401 ein, weil es gerade sehr aktuell ist und Ihnen sicher dabei helfen wird, in dem Thema voranzukommen. Wie sind wir unterwegs? Die können bei uns in den GFWM-Themen und in unserem Newsletter, wo wir jetzt gerade die 100. Ausgabe von feiern, immer wieder Impulse aus der Praxis sehen. Sie können sich informieren, Sie können im Netzwerk aktiv werden. Das machen wir unter anderem auf unserer jährlichen Veranstaltung, dem Knowledge Camp, was wir seit vielen Jahren haben, wo wir im Barcamp-Format verschiedene Impulse zusammenbringen, wo Sie immer wieder frische Informationen auch bekommen können. Und unterjährig treffen wir uns im GFWM-Café-Netzwerken, wo wir einfach Dinge aus der Praxis besprechen, weil auch wir sind auch nur Menschen und alles, was hilft, ist einfach miteinander reden. Und da kommen wir schon zum Thema Wissen. Wissen ist letztlich die nachhaltigste Ressource, die wir überhaupt haben. Dann im Gegensatz zu anderen Gütern, wie Kapital meinetwegen oder auch meinetwegen stellen Sie sich ein Gebäude vor oder eine Maschine, was verbraucht werden kann, hat Wissen den Vorteil, dass es sich vermehrt, wenn man es teilt und eben nicht abnutzt im eigentlichen Sinne. Und wir können es also mit wenig Aufwand wiederverwerten.
Sachen wieder verwenden. Und das Gute ist, bei der Benutzung wird es auch noch gehaltvoller und wertvoller. Das bedeutet, wenn wir Wissen von uns noch einmal anwenden, das heißt Erfahrungswissen nutzbar machen, wird es immer mehr durch Praxis angereichert und kann in anderen Kontexten, beispielsweise in Projekten, zu besseren Ergebnissen führen, weil wir das Rad einfach nicht immer wieder neu erfinden müssen. Dementsprechend ist es der Hebel, ohne dieses Neuerfinden, also andersrum, es ist der Hebel, den wir nutzen können, um effizient zu sein. Die Besonderheit, es ist personengebunden. Also wir können natürlich versuchen, das in Technik zu quetschen. Und warum das nicht so einfach ist, das erzähle ich jetzt einmal. Ganz grob, es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Wissen betrachten kann. Alles, was ich jetzt machen kann, ist versuchen, das, was in mir steckt, zwischen meinen Ohren, Ihnen mitzuteilen. Das heißt, ich versuche zu explizieren, wir haben dies im Unternehmen wahrscheinlich auch gemacht, das, was quasi den Mitarbeitern zwischen den Ohren sitzt, nämlich das Erfahrungswissen und das angeeignete Wissen, das zu explizieren, das passiert meistens in Form von Arbeitseinweisungen oder Zeichnungen, Berichten. Aber es ist nicht immer so einfach, alles auch auszudrücken sprachlich, was wir täglich benutzen. Und manchmal hilft es einfach nur, wenn wir miteinander in den Austausch gehen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal auf persönlicher Ebene in den Austausch zu gehen oder aber auch auf Datenquellen zuzugreifen, Informationsquellen zu nutzen. Um das einmal grob zu untergliedern, letztlich lernen können wir immer nur als Individuen. Also da ist das Thema persönliches Wissensmanagement sehr interessant, da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein, kann Ihnen aber nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil bei der Komplexität, die uns jeden Tag begegnet, ist es gar nicht so verkehrt, sich damit auseinanderzusetzen, wie mache ich das eigentlich? Also wie sammle ich Informationen? Wie verarbeite ich die sozusagen in mir und bringe sie in den Kontext, in dem ich tätig bin? Und wie teile ich auch wiederum das Wissen? Also wie gehe ich davor? Und gucken wir einmal auf die organisationale Ebene. Da werde ich jetzt auch nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber nur, damit Sie es besser einsortieren können, worum geht es hier? Wir haben einmal die strategische Ebene, auf die Sie, wie Sie das kennen aus einem PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check, Act, immer mal wieder gucken können, wo komme ich eigentlich wieder zurück. Das heißt, was habe ich für einen strategischen Plan? Was brauche ich vielleicht in den nächsten Jahren an Wissen, um in meinem Bereich aktiv zu werden? Dazu gibt es unterschiedliche Wissensfelder. Müssen Sie einfach mal gucken, was habe ich davon eigentlich operativ zur Verfügung? Also was habe ich bei mir real im Unternehmen? Wie kann ich mir neues Wissen aneignen? Wie entwickle ich es weiter? Und letztlich geht es darum, das Wissen immer zu nutzen und zu gucken, am Ende eines Zyklus zu bewerten, was habe ich denn eigentlich? Also wie sieht es heute aus? War ich strategisch gut unterwegs oder nicht? Verlässt ein Kollege vielleicht auch das Unternehmen? Muss man immer gucken, wie kann ich das einfach sichern und halten? Und was kann ich da konkret tun? Muss ich jetzt losrennen und irgendwie alles gleichzeitig machen? Nein, es ist... Es wird ziemlich klar, wenn ich mir überlege, was brauche ich jetzt für meinen Unternehmenserfolg? Und da gibt es Möglichkeiten, wie ich mit Wissen strategisch umgehen kann. Ich habe einmal die Möglichkeit, was ich gerade gesagt habe zum Thema Technik, da kommt ja nachher Schüler unter anderem auch nochmal mit zu, das Ganze zu kodifizieren, zu externalisieren, also das, was ich weiß, zu verschriftlichen und dann innerhalb eines Datensystems abzulegen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, je nachdem, was ich vorhabe, bestimmte Teile des verfügbaren Wissens im Unternehmen einfach eine Personalisierungsstrategie vorzunehmen. Das heißt, da geht es wiederum um diesen Wissensaustausch. Was kann ich also tun? Was ist denn jetzt letztlich Wissensmanagement? Der schönste Satz im Studium war für mich, Wissen kann man gar nicht managen. Da habe ich gedacht, ja super. Ich fliege hier echt 2 Jahre lang nach Österreich, um zu erfahren, ich studiere angewandtes Wissensmanagement und das kann man nicht managen. Ja, was kann man denn dann? Ja, man kann letztlich nur Rahmenbedingungen gestalten, in denen sich Menschen austauschen können, damit Wissen überhaupt optimal wirksam werden kann. Und da gibt es verschiedene Ebenen, die es zu betrachten gilt. Ich habe hier nur ein Bild mitgenommen. Auch da reicht heute leider die Zeit nicht aus, um intensiv reinzugehen. Deswegen nur einmal die grundsätzlichen Fragen, die es da zu betrachten gibt. Wir haben im Hintergrund das Graue, sehen wir eine kulturelle Ebene. Da geht es um die Frage, herrscht bei uns überhaupt eine offene Wissenskultur? Also darf ich Fragen stellen? Darf man Fehler machen? Darf man einfach nachhaken?
Dann die Zielebene, da sind wir auch damit beschäftigt, quasi zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin und ist das, was wir vorhaben, auch umsetzbar? Was kann ich an Ressourcen zu bereitstellen? Da geht es zum Beispiel darum, habe ich überhaupt Lernzeit? Also habe ich die Möglichkeit, im Unternehmen Zeit zu haben, um Dinge zu ergründen, nachzufassen und so weiter. Dann haben wir die Wissensebene. Da geht es um die Frage, welches Wissen, also wer hat eigentlich welches Wissen? Ne? Wie komme ich daran? Wie finde ich einen Kollegen, der mir eine Info geben kann? Weil natürlich können wir im Bereich Daten viele Dinge ablegen, aber da wissen wir alle, es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da auch darauf hinweisen kann, dass es aktuell ist. Letztlich nur aktuelles Wissen bringt mich in meinem Alltag nach vorne und es unterstützt mich dabei, schnell Entscheidungen zu treffen. Und die habe ich nicht immer verfügbar im Datensatz, sondern da muss ich einfach meinen Kollegen fragen, weil, wie gesagt, dieses Externalisieren zu verschriftlichen, das ist eine große Herausforderung schon seit vielen Jahren. In den 90er Jahren dachte man noch, ja, sobald ich eine Wiki aufsetze, ich schreibe da schön alles rein, dann habe ich Wissensmanagement. Das ist nicht der Fall. Deswegen für bestimmte Punkte gucken Sie einfach, in welchem Bereich haben Sie eher prozessartige Dinge, also Standards, und in welchem Bereich gehen Sie eher einen innovativen Weg, und dann wählen Sie jeweils die Strategie aus, die für Sie sinnvoll ist, also Personalisierungs- oder Kodifizierungsstrategie. Und letztlich zielt alles darauf ab, dass ich handlungsfähig bin. Also was mache ich? Was tue ich ja eigentlich in meinem täglichen Arbeitsalltag, wie kann ich dazu beitragen, dass meine Geschäftsprozesse optimiert werden, mit der Ressource Wissen quasi gut verknüpft sind. Und dazu, um das Wissensmanagement nachhaltig zu verankern, gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und das habe ich eben schon gesagt, nicht erschlagen lassen. Wir haben es mal hier runtergebrochen. Eben war ich noch bei 8 Bausteinen bei Probst. Dann wurde es im Zuge von der ISO 9001, der Qualitätsmanagement-Norm, die viele von Ihnen vielleicht kennen, runtergebrochen auf 5 Bereiche. Da ist dieser strategische Teil in der Qualitätsmanagement-Norm nicht so extrem abgefragt. Aber es gibt die Möglichkeit, einfach, wenn Sie hoffentlich nach heute großes Interesse am Thema Wissensmanagement haben, da gezielt da reinzugehen. Dazu wurde jetzt gerade Anfang des Jahres die DIN ISO 30401 veröffentlicht. Das ist eine Wissensmanagement-Anforderungsnorm, um ein Managementsystem aufzubauen. Aber was brauche ich eigentlich an Fähigkeiten? Letztlich, das, was ich eben schon gesagt habe, ich muss einfach Fragen stellen können und ich muss wissen, wo ich jemanden fragen kann. Und dazu gibt es Möglichkeiten, keine Ahnung, zum Beispiel, Oliver wird es gleich noch kurz zeigen, beim Newsletter nachzufragen, also jemanden zu finden, der einen Artikel veröffentlicht hat, einfach zu gucken, wie komme ich an die Menschen ran. Und da brauchen wir gar nicht denken, auch mein Unternehmen ist so klein, das fängt eigentlich schon bei wenigen Mitarbeitern an, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was hat der für Hintergrundinformationen, Wissen, auf was ich kann nicht dazugreifen. Und nochmal der Punkt, ich schlage eine, wie heißt das schön? Also Brücke. Danke, ich schlage eine Brücke zwischen analog und digital, weil letztlich, wir sind alles Menschen und lange Ordner, die uns quälen. Also wir nehmen, glaube ich, alle lieber den Hörer in die Hand und sprechen einfach kurz und suchen Personen, die uns mit ihrer Expertise kurz und klar Antworten geben können. Und da ist der Punkt, ja, wie geht es denn jetzt eigentlich, dass wir uns kennen? Dazu gibt es unterschiedliche Methoden und Möglichkeiten, das Ganze zu verbinden. Da, wie gesagt, gebe ich Ihnen nachher eine Linkliste mit rein. Aber das Kernthema von allem ist und bleibt die Wissenskultur. Selbst wenn wir die nicht ausgesprochen haben im Unternehmen, beherrscht die ganz stark das, was wir überhaupt an Möglichkeiten haben bei uns im Unternehmen. Also Technik reicht nicht. Ich glaube, das ist bis jetzt klar geworden. Aber gucken wir einfach mal, wie Sie Lernkultur fördern können, wie Sie Offenheit und Fairness im Austausch fördern können, weil letztlich besteht der Punkt, es gibt viele, viele Barrieren im Wissensmanagement, und überlegen Sie mal, wann Sie gerne bereit sind, Ihr Wissen zu teilen, welche Möglichkeiten gegeben sein müssen und wie das einfach auch bei Ihnen im Unternehmen verankert ist. Also ist das, was der Chef sagt, immer das, wie es nachher auch gemacht wird, oder wie gehen wir überhaupt
wie gehen wir einfach mit Widersprüchen um? Ne? Wie können wir da einfach gemeinsam in Dialog treten? Und dazu übergebe ich einmal an Oliver, bevor ich nachher einen kleinen Blick noch drauf gebe, wie Sie sich informieren können. Okay, dann leite ich mal über. Du hast ja ein bisschen was zum Überbau gesagt, Franziska. Ich finde dieses Bild von Gabriele Vollmer ganz gut, der Wissensgarten. Auf der rechten Seite sieht man so ein bisschen die Infrastruktur. Das sind so die Tools, die man früher, du hast das Thema Wiki angeschnitten, die man einfach dahingestellt hat und hat gesagt, damit ist die Ernte garantiert. Na, also du brauchst das nur kaufen und dann ist alles prima. Aber wenn man sich das in Bezug auf so einen Garten vorstellt, sind da viel mehr Aspekte, die man noch betrachten muss, auch bei der Einführung eines Tools. Also die Schippe, Hacke, die Gießkanne sind nur ein Aspekt. Und heute würde ich sagen, geht der Wissensmanager oder derjenige, der sich um das Thema kümmert, auch durch den Garten, guckt sich an, was damit passiert. Und einmal im Jahr setzt man sich zusammen und sagt, wie kann es denn mit den Tools umgehen? Also miteinander reden, das, was du gesagt hast, das ist eigentlich das Wichtige. Und nicht nur die Werkzeuge auswählen und sagen, damit wird es schon funktionieren. Ich nehme zwei kurze Beispiele mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben bei uns im Unternehmen Newsletter Center eingeführt. Also es gab immer ganz viel unterschiedliche E-Mails von der einen Abteilung, von der anderen Abteilung. Manche haben es in unserem Intranet gepostet. Wir haben gesagt, wir installieren ein zentrales Werkzeug, wo alle sagen können, wenn wir was mitteilen wollen im Unternehmen, dann geht das über diesen Kanal. Das ist erstmal das Tool. Viel wichtiger war, dass man nachher in den Schulungen, das erzähle ich gleich auch nochmal, ganz viele Leute zusammengeführt hat, die sich mit Kommunikation über Themen in ihrer Abteilung auseinandersetzen. Und das war eigentlich das Interessantere. Nicht das Tool zu entwickeln, das ist so eine IT-Geschichte, wie es wirklich aussehen soll und dass es nachher auch funktioniert, aber die Leute zu vernetzen, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Bei der nächsten Folie, Franziska, ist das genauso. Wir haben ein Learning-Management-System eingeführt. Also hier drin verteilen wir zu diesen ganzen Überschriften digitale Lernmaterialien. Wir verwalten Präsenzschulungen. Auch das Projekt wieder sehr IT-getrieben, das zum Funktionieren zu kriegen, eine Auswahl zu machen. Aber nachher die Leute zusammenzubringen, die sich also in jeder Landesniederlassung, also bei einer Firma ist international recht gut aufgestellt, aber alle, die sich mit den Themen auseinandersetzen, zusammenzubringen und in der Schulung gemeinsam über diese Prozesse zu reden, das war eigentlich das Interessantere und nicht das Tool alleine. Ja, deswegen kommt jetzt die letzte Folie noch mal so ein bisschen die Zusammenfassung. Also ein System für alle Länder war in unserem Fall für beide Sachen gut. Alle nutzen das Gleiche. Ja, über die Schulung der lokalen Admins entsteht so ein Gespräch über Prozesse und Abläufe, was vorher gar nicht stattgefunden hat. Ja. Es wird Transparenz erzeugt, wie wir das machen und dann können die anderen was dazu sagen. Die wissen auch, wen sie ansprechen können. Und danach, das finde ich eigentlich den wichtigsten Aspekt, regelmäßige Netzwerktreffen, mittlerweile sehr viel online, früher mehr Präsenz, um das Thema weiterzuentwickeln und zu sagen, hey, also einmal durch den Garten gehen und sagen, wie sind wir denn mit unseren Schippen, Hacken und Gießkannen zurechtgekommen und müssen wir was ändern? Das ist eigentlich der wichtigere Aspekt und nicht das Tool alleine. Das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt des Wissensmanagements, der eben deutlich mehr über den reinen IT-Ansatz und ich suche was aus und dann funktioniert das, darüber hinausgeht. Okay, das wäre mein Input aus der Praxis, Franziska. Und wie macht man das jetzt? Wie managt man was? Wie gesagt, es gibt sehr viele Instrumente, die habe ich auch hinterlegt in den Folien. Im Nachgang können Sie da gerne sich mal durchklicken. Das Problem ist nur, dass die Unternehmen sehr selten sehr gut strukturiert und systematisch damit vorgehen. Und deswegen gibt es diese Handlungsempfehlung. Da hat die GFWM viel in den letzten 18 Monaten unter anderem auch zusätzlich zur Norm an der DIN-SPEC weitergearbeitet, wo sie das Ganze als Leitlinie sehen können. Also wie gehe ich da jetzt konkret vor? Wie starte ich? Was kann ich machen? Und wie sieht das Ganze aus zusätzlich? Haben Sie die Möglichkeit, sich auch nochmal zum Thema Strategie anzugucken, wie kann man das Ganze denn jetzt messen, weil meistens dieses Wissen, das ist so schwer zu greifen und dass das eben doch greifbar wird, dazu können Sie gerne mal einen Blick in die Wissensbilanzierung werfen, auch verlinkt. Oder das sind Handbücher, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Ich habe das gerade mal mitgebracht hier in dem ersten Buch. Praxishandbuch vom Forum. Da finden Sie das schöne Beispiel, was ich gezeigt habe mit dieser Struktur Daten, Informationen, Wissen. Also
diese Geschichte. Es ist sehr gut aufbereitet. Da stecken viele Jahre Forschungsarbeit hinter, viele Doktoranden, die damit tätig waren. Wir haben dann auch noch sehr empfehlenswert im organisationalen Kontext das Buch von Herrn Allaham. Habe ich auch verlinkt, da müsste sie eigentlich ganz gut hinkommen zu einer Quelle des Vertrauens. Und was ich Ihnen sehr ans Herz legen will, obwohl es schon sehr, sehr alt ist, wir müssen, wie gesagt, das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Praxis die Dinge anwenden, die wir schon haben. Von daher, das sind die Bücher, die ich empfehlen kann. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich ganz sicher viele Dinge vergessen habe in dieser kurzen Zeit. Deswegen wird es bei uns auf der Website im WeBlog einen Beitrag geben, genau zu heute, der das Ganze nochmal kurz zusammenfasst. Und der Hinweis, am 9.7. finden Sie dort auch veröffentlicht die Lean-Spec und können einfach loslegen. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Und euer Beitrag, der wird dann natürlich auch bei uns im Baustein noch mit erscheinen. Also Sie finden dann die Informationen, die Sie jetzt hier in der Kürze der Zeit erfahren haben, auch bei uns im Baustein Wissensmanagement. Herzlichen Dank. Und das war jetzt mein Impuls zu, was ist Wissensmanagement eigentlich? Wie kann man das im Unternehmen angehen? Was gibt es da verschiedene Bereiche, die mit berücksichtigt werden sollten? Ganz wichtig, zum einen der Mensch steht im Zentrum, der Austausch zwischen den Menschen, und zum anderen, wie kann die Technik dabei als Werkzeug unterstützen? Und jetzt hole ich mal Thomas Schüler von HelloKlein hinzu, der sich auch mit dieser Interaktion Technik-Mensch ganz gut auskennt. Zum einen als Gründer eines Softwareunternehmens HelloKlein mit VR-Technik, aber zum anderen auch in einem Remote, sozusagen auf dem Weg zum Remote-Unternehmen, und berichtet uns, was gehen denn dabei dann für Herausforderungen mit einher, wenn man sich gar nicht mehr so im realen Raum treffen kann, wie das wie ihr das jetzt sozusagen propagiert habt. Ne? Was gibt es dann für Möglichkeiten? Wie kann man das digital unterstützen? Thomas. Hallo. Ja, danke, Julia. Danke auch Franziska und Oliver für die gute Vorlage. Ich will ganz kurz was zu uns als Unternehmen sagen, und dann habe ich vielleicht zwei Punkte, die ich hinzufügen kann zu dem, was schon gesagt wurde. Und ja, stell das einfach so als Diskussionsbeitrag mal hier in den Raum. Ich gebe hier meine Folien auch frei. Ich hoffe, man kann das sehen. Das scheint so der Fall zu sein. Dann mache ich mir hier noch die Gesichter wieder groß. Dann sehe ich euch auch. Wunderbar. Genau, also ganz kurz, mein Name ist Thomas Schüler. Ich bin Geschäftsführer und Gründer bei HelloKlein. Wir haben uns als Unternehmen in den letzten Monaten seit der Pandemie auf den Weg gemacht, zu einer Remote-First-Company zu werden. Und was wir da so an Erfahrungen gesammelt haben, das haben wir aufgeschrieben. Mike hat das aufgeschrieben, um genau zu sein. Sie ist hier auch dabei. Und ich habe sie hier nochmal auch verlinkt. Also den Beitrag gibt es jetzt bei Nachhaltig Digital. Und was ich jetzt sage, kann nur ein kleiner Abriss von dem sein, was da steht. Insofern gerne nachlesen und natürlich immer fragen. Was ist HelloKlein? Wir sind ein Unternehmen, das eigentlich jetzt im Rahmen der Pandemie, also letztes Jahr im Mai hatten wir unsere offizielle Gründungsfeier, sind seit März aber so mehr oder weniger auf unsere eigene IT umgezogen. Uns gibt es eigentlich schon ein bisschen länger als Gruppe. Wir waren Teil eines anderen Unternehmens und hatten Ende 2019 entschieden, oder übers Jahr 2019 entschieden, dass wir uns ausgründen und auf eigene Beine stellen. So, das fiel nun ganz genau mit der Pandemie zusammen, was insofern, glaube ich, eine sehr spannende Phase war. Wir waren sehr froh, dass wir wirklich im März, genau zu dem Zeitpunkt, ich glaube zwei Wochen, bevor wir dann in den Lockdown gegangen sind, gerade unsere eigene IT so weit aufgestellt hatten, dass wir unabhängig arbeiten konnten. Aber man kann sich vorstellen, das sage ich deswegen, wir waren mit 40 Leuten schon damals zusammen. Wir arbeiten in neun Teams zusammen. Es gibt natürlich etablierte Prozesse über die 4 Jahre, die wir jetzt schon zusammengearbeitet haben. Und das war dann so von heute auf morgen eigentlich weg. Also wir mussten es im Prinzip neu aufstellen. Wir haben unsere eigene IT-Infrastruktur aufgebaut. Wir haben mit anderen Tools arbeiten wollen. Das heißt, wir sind wirklich zu diesem Zeitpunkt in vielerlei Hinsicht als Unternehmen ganz neu gereift und ganz neu gestartet. Ich sage leider ein paar Worte dazu, was wir machen. Aber was uns eigentlich über diese Jahre, diese anderthalb Jahre jetzt sehr stark begleitet hat, ist natürlich die Frage, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und wir haben uns zu Anfang an, ich persönlich hätte mir das auch eigentlich nicht vorstellen können, so 2019, wenn man mich da gefragt hätte, wie ist die beste Arbeitsweise für ein Startup, hätte ich gesagt, am besten sitzen alle in einem Raum und reden die ganze Zeit über die Schreibtische hinweg, Köpfe zusammenstecken und arbeiten. Und dann sind wir eben in diese Remote-Setting gegangen, und wir alle waren überrascht, ich persönlich war sehr überrascht, dass wir eigentlich schon relativ bald, vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr,
gesehen haben, wow, wir haben uns in dieser Zeit so stark weiterentwickelt in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Informationen miteinander teilen, wie wir verbindlich sind, wie wir transparent sind. Wir wollen da nicht mehr von weg. Wir wollen diese Art der Arbeitsweise behalten. Wir sehen da Vorteile da drin. Und das ist jetzt so ein bisschen die steile Hypothese, die ich hier in den Raum stelle, dass sozusagen in der Arbeitsform Remote First sozusagen Wissensmanagement inklusive ist. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen in einem Softwareunternehmen arbeitet, aber so als Programmierer nach dem Studium, dann hat man auf jeden Fall eins gelernt, nämlich dokumentieren macht keinen Spaß und ist oft ziemlich unsinnig, weil man schreibt da seinen Code hin und jetzt schreibt man nochmal, was man in den Code reingeschrieben hat, aber in Menschensprache und dann ist das eigentlich schon übermorgen nicht mehr up to date, weil der Code hat sich ja verändert. Also von daher ist so ein ganz großes Problem, glaube ich, so Wissen dann zu sichern und diese Dokumentationspflichten, die stören dann halt irgendwie immer. Und am Ende muss man aber dieses Problem trotzdem lösen, weil am Ende, wenn man mit 40 Leuten zusammenarbeitet, geht es natürlich sehr viel um Kommunikation. Und ja, ich glaube, die zentrale Annahme, die wir haben, ist, dass wir durch die Umstellung dann sehr schnell festgestellt haben, dass wir versuchen müssen, mehr gemeinsame Arbeitsprozesse asynchron zu gestalten. Also das heißt nicht, immer zusammen in Meetings zu sitzen, gemeinsame Videokonferenzen zu haben und alles zu besprechen, sondern eben mehr asynchron zu arbeiten. Das Problem, was sicherlich viele von Ihnen in der Pandemie auch hatten, im Homeoffice gibt es diese Flurgespräche nicht mehr. Das heißt, man kriegt nicht mehr irgendwas mit, aber unterm Strich sind diese Flurgespräche auch einfach überhaupt nicht gut. Also das ist um am Kaffee ein bisschen Socializing zu machen, sicher, dafür schon, aber um wirklich Wissen effizient zu teilen, ist das nicht gut, wenn irgendwie zufälligerweise gerade zwei Leute zwischen Tür und Angel irgendwas besprechen und die dritte und vierte Person, die das eigentlich auch wissen muss, gerade gar nicht dabei ist. Und dann wiederholt man die Sachen dreimal und viermal und fünfmal und macht nochmal ein Meeting. Und das ist eigentlich nicht effizient, da hat niemand Spaß dran gehabt. Und da steckt aus unserer Sicht im asynchronen Arbeiten viel drin. Ich will jetzt nicht langweilen, aber es ist bestimmt spannend, da in den Austausch zu gehen. Welche Tools nutzen wir dafür? Wie machen wir das? Und ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass wir da am Ende sind. Ganz im Gegenteil. Ist, glaube ich, immer noch ein Weg, den wir da zu gehen haben. Aber ich glaube, so in ein paar Prinzipien eben in diesem Versuchen, mehr und mehr Kollaboration asynchron zu machen, steckt einfach sehr viel drin. Und natürlich ist mir auch klar, dass das für ein Software-Startup vielleicht andere Randbedingungen sind, als wie für ein produzierendes Unternehmen. Also von daher geht das natürlich auch speziell in unserem Bereich sehr gut. Genau, aber das einmal so zu uns vielleicht als Unternehmen und welche Erfahrungen wir in den letzten anderthalb Jahren gesammelt haben, können wir gleich gerne in der Diskussion das ein oder andere noch weiter vertiefen. Und jetzt möchte ich aber noch kurz sagen, was wir eigentlich machen, weil das hat eigentlich auch was mit Wissensmanagement zu tun. Und zwar haben wir uns die Technologie Virtual Reality angeschaut und uns überlegt, wie kann man das eigentlich nutzen? Also was kann man mit Virtual Reality jetzt eigentlich machen, was man früher nicht machen konnte mit digitalen Tools? Und eine sehr spektakuläre Fähigkeit ist, dass ich hier mit dem ganzen Körper in einer virtuellen Welt mich bewegen kann und jetzt auf einmal mit digitalen Daten mit körperlichen Bewegungen interagieren kann. Und wir haben schon das implizite Wissen gehört und wir sprechen viel mit KMUs und kleinen Unternehmen natürlich, die sagen, ja, wir haben da sehr viel Erfahrungswissen, die Leute gehen ein paar Jahre in Rente. Wie können wir das eigentlich sichern? Und es ist schwierig, weiß ich nicht, mit dem Meister im Lager zu sagen, schreib doch mal auf, wie du deinen Arbeitsprozess so den ganzen Tag über gestaltest. Und wir glauben, mit VR gibt es eine Möglichkeit, das eben nicht aufschreiben zu müssen, sondern einfach zeigen zu können. Und also hier geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie einen magischen Weg gefunden zu haben, implizites Wissen zu explizieren. Aber wir können das einfach aufzeichnen, wir können das einfach zeigen. Wir können das auch von einer auf sehr viele Personen in einem Live-Setting übertragen, in dem viele Leute dabei sind. Und man kann jetzt einfach zeigen, wie mache ich es denn, wie gehe ich davor? Und speziell handwerkliches Wissen ist sicherlich etwas, was sich sehr schwer in Symbole übersetzen lässt, was sich sehr schwer beschreiben kann, was ich aber jetzt in der virtuellen Welt einfach zeigen kann. Und das ist jetzt so unsere Hypothese, also unser Produkt richtet sich an die Produktionsplanung. Es geht um die Ausgestaltung von solchen Arbeitsplätzen. Und da ist natürlich die Frage von Arbeitsweisen, von etablierten Arbeitsweisen super relevant. Wir wollen das Erfahrungswissen da einbeziehen. Und so arbeiten unsere Kunden heute auch, hier habe ich mal ein Beispiel, planen also hier im virtuellen Raum einen Arbeitsplatz auf und besprechen das zusammen mit allen Leuten, die dort arbeiten. Was können wir hier noch verbessern? In dem Moment, wo jemand dann einen Arbeitsprozess vormacht, können wir den einfach aufzeichnen und den Prozess wieder abspielen. Da muss keiner jetzt irgendwie ein Prozessdiagramm malen, sondern man kann einfach das ablaufen lassen und sagen, okay, das war nicht so gut, lass uns das mal anders machen. Und vielleicht ein Punkt, der hier auch noch herauszuheben ist, wir versuchen, das Ganze immer ein bisschen abstrakt zu halten, also im Konzept zu bleiben.
nicht uns jetzt die Frage machen, ist jetzt bei diesem Tisch die Arbeitsplatte eigentlich aus Metall oder aus Holz oder welche Rundung hat das, sondern es geht hier eigentlich darum, ein Konzept zu haben. Da vorne ist der Ort, an dem die ganzen Dinge hängen, hier kommt das Material hin, so sieht das auf. Das ist sozusagen die Ebene, auf der die Leute dort denken und auf der man sich sehr gut unterhalten kann. Und weil ich jetzt vorhin gesehen hatte, dass in der Umfrage, ich glaube 76%, das war eine andere Umfrage, KMUs sich damit beschäftigen, dieses Problem zu lösen, will ich noch auf ein Forschungsprojekt kurz hinweisen, in dem wir drin sind. Mit der Uni Osnabrück arbeiten wir zusammen daran, genau solche Fragen, wie kann ich eigentlich Prozessinformationen im virtuellen Raum abbilden und das zusammen mit den Kollegen entwickeln. Das bereiten wir hier vor. Genau, so viel von mir. Vielen Dank, lieber Thomas. Das war auch nochmal ein sehr spannender Einblick. Also man sieht, Wissensmanagement und der Umgang mit Wissen und Informationen kann eben sehr, sehr unterschiedliche Formen in Unternehmen annehmen und digital unterstützt werden. Jemand anderes, der sich mit sozusagen Wissens- und Informationsflüssen in der Produktion auseinandersetzt, das ist Dr. Christian Hansen von Finalize, einem Startup aus der DBU Green Startup Förderung. Und Christian, du wirst uns auch noch kurz berichten, wie kann dann das Erfahrungswissen von Mitarbeitenden in der Produktion digitalisiert werden, um Produktionsprozesse zu optimieren. Also einmal haben wir jetzt gesehen, sozusagen mehr die digitale Komponente, jetzt nochmal ein Blick auf, was gibt es denn für auch Nachhaltigkeitspotenziale und vielleicht der Hinweis, das kommt jetzt wahrscheinlich alles, es sind jetzt sehr viele Informationen in der Kürze, Sie können nachher mit ins Networking rüberkommen und dann auch nochmal mehr Fragen stellen. So, deshalb nochmal ein kurzer Ausblick, Christian, von dir. Ja, vielen herzlichen Dank. Genau, ich teile jetzt mal meinen Monitor direkt und möchte mich auch erstmal herzlich bedanken, dass ich mich hier heute an dieser Runde beteiligen darf. Also vielen Dank, Julia, für die Einladung. Du hast es im Prinzip schon eingeführt. Wir sind ein Startup-Unternehmen, 2019 gegründet aus Hannover und aktuell gefördert im Rahmen des Green Startups-Programms der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und genau, wir haben ein Produkt namens Falconda, das wir als einen intelligenten Produktionsassistenten bezeichnen. Und Falconda ist praktisch eine Plattform beziehungsweise ein Technologie-Framework für das sogenannte industrielle Internet der Dinge, also Datenvernetzung im Produktionsumfeld. Wir unterstützen damit den produzierenden Mittelstand in seiner digitalen Transformation auf dem Shopfloor, also ganz stark mit Fokus auf die Ausführung von Produktionsprozessen. Und wir schaffen mit unseren Lösungen einfach einen stark erweiterten Datenzugriff auf Produktionssysteme, Sensorik oder halt auch Informationen, die um die Produktion herum eine Rolle spielen. Wir schaffen damit Messbarkeit, zusätzliche Transparenz und letzten Endes eine stark erweiterte Informationsgrundlage, mit denen sich dann in ersten Schritten Monitoring-Lösungen, Leistungskennzahlen, Überwachung oder auch Anomaliendetektion im Produktionsprozess umsetzen lassen. Das knüpft dann auch an die Themen an der vorausschauenden Wartung, was hier als Thema sicherlich an vielen Stellen schon begegnet hat. Und wir bieten darüber hinaus insbesondere halt Lösungen zur Prozessanalyse mittels künstlicher Intelligenz an. Das heißt, es geht in der Regel darum, die Beurteilung des Prozessverhaltens einer Produktionsanlage durchzuführen auf digitale Weise, darüber Erkenntnisse zu gewinnen über Zusammenhänge und Einflussfaktoren auf die Prozessgüte und Qualität und auch die Stabilität eines Fertigungsprozesses und natürlich, wie du es eben auch angesprochen hast, schon Potenziale zur Optimierung von Fertigungsprozessen zu identifizieren. Also wie lässt sich eine Maschine optimal parametrieren und modifizieren, um einfach eine höhere Qualität bei höherer Ressourcen- und Energieeffizienz zu fertigen, also der Umsetzung eines nachhaltigen Produktionsumfeldes. Dabei wird natürlich, um halt jetzt die Brücke zu schlagen zum Thema Wissensmanagement, auch Wissen digitalisiert. Das heißt, wir lernen ja gewissermaßen, wie reagiert jetzt auch der Mensch an der Maschine, also der Anlagenführer, auf Abweichungen im Prozessumfeld, wie wird reagiert auf Störungen des Fertigungsprozesses. Das sind alles Daten und Informationen, die wir mit erfassen und in unserer künstlichen Intelligenz praktisch abbilden. Und damit folgt letzten Endes auch ein
hohes Transferpotenzial. Das heißt, mit den gemachten Erfahrungen, mit dem Wissen, das wir generieren, das lässt sich natürlich auf ähnliche und artverwandte Problemstellungen übertragen. Ich habe hier nur mal ein paar Beispiele genannt. Wir sind also beispielsweise aktiv im Bereich der industriellen Robotik. Ein anderes Anwendungsbeispiel, wo wir gerade stark aktiv sind, das ist auch der Bereich des Kunststoffspritzgusses. Das sind also alles Umfelder, wo eine sehr hohe Prozessidentität besteht, wo gleichzeitig häufige, vielfältige, ähnliche Anwendungen sich im Produktionsumfeld oder in der Industrie befinden. Und wir erschaffen mit unserem Produkt Falconda quasi eine Art intelligentes Assistenz- und Empfehlungssystem. Und das eben dem Anwender erleichtern soll, Optimierungsmaßnahmen zu erkennen und diese umzusetzen. Und Stichwort Wissensmanagement wird dabei natürlich auch, sage ich mal, die Abhängigkeit von Experten oder Einzelpersonen reduziert, sodass quasi, ne, Stichwort Generationenwechsel, halt all diese Informationen gebündelt bleiben. Und wir schaffen damit letzten Endes neue ökonomische und ökologische Chancen für produzierende Unternehmen. Und ich freue mich genauso, vielleicht im Nachgang mit Ihnen in der Diskussion zu steigen. Also hier sind ja viele Industrieunternehmen oder auch Unternehmen vertreten, die sich mit solchen Themen auch mit Fokus auf das Produkt, auf die Produktion umtreiben. Freue ich mich sehr gerne auf Ihre Nachricht und Ihre Diskussion mit mir. Vielen Dank. So, ganz herzlichen Dank auch an dich. Teilt gerne auch eure Kontaktdaten im Chat, sodass ihr, falls jemand nicht nachher mit ins Networking rüber kann, euch noch im Nachgang kontaktieren kann. Das wäre eine ganz gute Möglichkeit. Also vielen, vielen Dank für diese verschiedenen Einblicke, wie Wissensmanagement in Unternehmen aussehen kann, was es für Lösungen gibt, wie das gestaltet werden kann. Und jetzt auch nochmal die herzliche Aufforderung hier in die Runde. Welche Fragen haben Sie? Was beschäftigt Sie? Wir hatten im Vorfeld schon mal rumgefragt. Also stellen Sie gerne die Fragen im Chat. Schalten Sie Ihr Video hinzu, damit wir noch die verbleibende Zeit kurz nutzen können, um zentrale Fragen zu klären. Während hier vielleicht alle gerade nachdenken, was sie am brennendsten interessiert, eine Frage vorweg von mir. Wie fange ich denn jetzt an im Unternehmen? Was sind die größten Hürden? Wir haben gesehen, das waren jetzt kleine, größere Unternehmen. Wahrscheinlich haben auch nicht alle dieselben Ressourcen. Eine Frage, die mir auch im Vorfeld immer wieder begegnet ist, wie kann man denn mit wenig Mitteln hier viel erreichen und wie einfach anfangen? Habt ihr dazu spontane Impulse? Ich denke da auch wieder zurück an diese schöne Folie von Franziska mit diesen verschiedenen farblichen Bereichen, die mitgedacht werden sollten, wenn man dann anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Geht die Frage an uns als genau, an euch als Referierende sozusagen, als Impulsgeber, als diejenigen, die sich schon intensiv damit auseinandersetzen und vielleicht die Frage beantworten können, ne? Wie kann denn der Einstieg gelingen? Was sind häufig Hürden, gerade für den Mittelstand, der vielleicht nicht ganz so viele Ressourcen hat? Franziska, zu dem Ball aufnehmen. Also ich würde immer damit anfangen, einfach zum Äußersten zu schreiten und miteinander zu reden. Also guckt einfach mal, macht die Dinge transparent im Unternehmen. Was sind Themenfelder, die in Zukunft relevant sind? Wo gibt es vielleicht auch markttechnisch Wege, die neu gegangen werden wollen? Wie ist der aktuelle Stand? Sprecht miteinander drüber. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei vielen verankert sind immer schon KVP-Runden aus dem Qualitätsmanagement, da einfach zu gucken, wie kann man das ummünzen, wie kann man den Wert von Wissen quasi einmal in der Auftaktveranstaltung vielleicht einmal sichtbar machen und mit eigenen Beispielen vorangehen und jeder, also vom Chef bis zum Auszubildenden, immer ermutigen, Fragen zu stellen. Und wenn man da einfach ganz einfach erstmal startet, ohne groß IT einzusetzen, ist das eine gute Möglichkeit, in der Videokonferenz einfach mal die Karten auf den Tisch zu legen und sagen, so, in meiner Woche sah das so und so aus, hier bin ich nicht weitergekommen. Kennt jemand einen, der einen kennt? Und dass man so ganz langsam reinkommt, dann kann man immer gucken, wie kann man das erweitern, welche Methode implementiert man erstmal aus dem Offline-Bereich, also keine Ahnung, Brownback-Meeting zum Beispiel, wo man einfach auch mal schon externe Informationen bereitstellt. Und dann einfach sich der ganzen Sache Stück für Stück annähern, weil sobald wir es geschafft haben, dass die Bereitschaft ist, Fragen zu stellen und auch Antworten zu geben und zu wissen, wen ich fragen kann, dann kann das Ganze auch rüberschwappen mit technologischer Unterstützung, sodass ich da gezielt auch nachfragen kann und
Uns fällt es leichter, wenn wir erst gesprochen haben, miteinander als jemanden anzuschreiben, den wir noch nie gesehen haben. Wenn ich darf, hätte ich jetzt natürlich Lust, da eine kurze Gegenrede zu machen, auch wenn das natürlich im Prinzip alles schon, ich das auch unterschreiben kann. Aber ich hätte jetzt mal einen anderen Ansatz, nämlich zu sagen, lass uns mal nicht reden. Weil reden ist ja auch immer, ist zwar einerseits ganz gut, aber wenn man alles versucht, in Meeting-Formaten zu erzeugen und auch vielleicht da so ganz allgemein ranzugehen und zu sagen, okay, wie könnte man denn jetzt in Zukunft das Problem von Kommunikation, das Problem von Wissen, Wissensflüssen bei uns im Unternehmen anders lösen, dann ist das halt schon ein super global galaktisches Problem eigentlich, ne? Und ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, bei uns im Unternehmen 40 Leute, sind halt nicht 40 Leute da, die Lust haben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und da wirklich Antworten darauf zu geben. Deswegen wäre mein Vorschlag vielleicht zu sagen, pickt euch doch mal einfach einen Prozess raus, ein Thema raus, wo ihr das Gefühl habt, den können wir eigentlich in Zukunft, also so am besten teamübergreifend, am besten einer, der so einmal quer durchs ganze Unternehmen zieht, den pickt ihr euch raus und versucht den mal komplett asynchron aufzustellen und eben ganz ohne Reden aufzustellen und zu gucken, welche Tools müsste ich denn dafür eigentlich nutzen? Also wo müsste ich dann digital kommunizieren und wo kann denn vielleicht das Wissen, was auf dem Bearbeiten dieses Arbeitsprozesses generiert wird, sozusagen als Abfallprozess automatisch digitalisiert und festgehalten werden. Das wäre sozusagen meine etwas pieksige Gegenantwort darauf. Beides gilt natürlich, aber ich glaube, man kann es vielleicht auch manchmal versuchen, ganz ohne viel zu reden zu lösen. Ich will nur darauf hinweisen, das macht beides Sinn. Es kommt darauf an, welches Ziel Sie verfolgen. Also welches Ziel haben Sie? Haben Sie Prozesswissen, was schon da ist, wo man viele Dinge schon ablegen konnte, dann geht das total gut über diese Kodifizierungsstrategie auf jeden Fall. Thomas, das geht. Und dann gibt es aber Richtung Innovation und Nachhaltigkeit Dinge, die wir im Reden besser verstehen können, um dann gezielt nachzufragen. Und an der Stelle vielleicht nochmal erwähnt, es gibt auch die Möglichkeiten, sich abteilungsübergreifend quasi zusammenzukommen in zum Beispiel Communities of Practice. Da bei Nachfrage gerne noch mehr zu, wie gesagt, ein breites Feld, aber einfach nachgucken, wo will ich hin, welches Wissen habe ich und wie kann ich vorgehen, um das quasi nachhaltig im Unternehmen zu nutzen. Dann auch nochmal die Meldung. Wortmeldung. Ja, genau, reden hilft definitiv am Ende des Tages und wenn man sich geeinigt hat, hängt es aber am Ende des Tages an der Trägheit der Masse, weil also das erlebe ich immer wieder als Berater eben in der Schnittstelle zwischen Anforderungen und der IT-Lösung, dass es am Ende auch gelebt werden muss. Und das Wissensmanagement zu leben, hat auch unglaublich viel mit Dokumentation zu tun. Einerseits sich auf Prozesse zu einigen, das auch entsprechend zu dokumentieren und das dann auch zu leben. Und wenn ich ein Wissensmanagement-System habe, dann heißt es auch, ich muss meine Informationen auch ablegen und ich muss meine Informationen vielleicht auch teilweise ein bisschen selber taggen oder überhaupt ablegen, verfügbar machen und gewisse Kategorisierungen einhalten oder ja eine gewisse Art von Disziplin. Und das hängt oft an Einzelnen und wenn es nicht an den Einzelnen hängt, dann passiert halt nichts. Und so stirbt auch viel von gutem Willen über die Zeit. Und ich finde es unglaublich schwierig, Organisationen dabei zu unterstützen oder beziehungsweise dass Organisationen das dann tatsächlich wirklich auch leben, weil es halt auch viel mit Disziplin und Konsequenz und ja, Dokumentation zu tun hat. Was sind da die Erfahrungen und vielleicht Tipps oder sowas, was vielleicht bei euch funktioniert? Dankeschön. Da auf den Beitrag, genau, dann gebe ich direkt mal an Franziska und danach würde mich noch interessieren, Christian, wie viel wird denn bei euch geredet? Genau, also der Punkt ist, träge sein, da sind wir wieder beim Thema Kultur, einfach mal machen, einfach mal durchziehen, sich wie beim Sport, wenn man irgendwie nicht ewig nicht beim Fitnessstudio war, einfach Regeltermine festlegen, gucken, dass man die durchzieht und dann gemeinsam quasi auch guckt, sind wir quasi für einen bestimmten Aspekt, und Thomas hat das vorhin angesprochen, ich einfach mal eine Sache raus, sind wir da weitergekommen? Das ist gerade, wenn man kürzere Prozesslaufzeiten hat oder kürzere Projekte, kann man das gut machen. Und wichtig ist, innerhalb des Prozesses sozusagen wieder einzubauen, das Erfahrungswissen, was ich externalisiert habe, zum Beispiel in Form eines Mikroartikels am Ende zum Beispiel,
das verpflichtend wieder zu einzupflegen in einem Neustart, wenn ein Projekt losgeht oder wenn ein Erstkontakt mit dem Kunden ist. Also verpflichtend hinterlegen, auf welche Teile des externalisierten Wissens soll dann wieder zugegriffen werden und das auch einfordern, ne? Dass man das auch nachweist irgendwie, dass man sagt, ah ja, guck mal, ich habe mir von den Lessons Learned-Geschichten, die wir die letzten Monate gemacht haben, was Ähnliches habe ich jetzt, das sehe ich ja über die Texte, ne? Also wo habe ich quasi Anknüpfungspunkte innerhalb abgelegten Informationen im Unternehmen und dann immer zu gucken, wie kann ich die so einbauen, dass ich auch dranbleibe und ja, dranbleiben. Es gibt aber diesen einen Kümmerer, gibt es nicht. Also man hat mal gedacht, ich stelle einen Wissensmanager an und dann ist es das. Letztlich Menschen suchen, die Lust drauf haben, das Ganze voranzubringen und gegenseitig einfach mal was vorstellen. Danke euch. Das, ja, ich sehe schon, es spaltet auch die Gemüter. Wie viel Technik braucht es, wie viel Meinungsaustausch, wie viel Wissens, also wirklich Gespräche miteinander braucht es. Noch in Kürze, Christian, wie viel wird bei euch besprochen sozusagen bei der Einführung der oder sag ich mal in mittelständischen Unternehmen, um die digitale Transformation voranzubringen, um das Erfahrungswissen einzusammeln. Wie viele Gespräche sind hier nötig? Und alle anderen, ich würde gerne gleich schon die in Richtung Schlussrunde gehen, damit wir rüber wechseln können zu WonderMe. Überlegt euch schon mal, was habt ihr von euren anderen mitgenommen und was wollt ihr gleich weiter diskutieren? Aber jetzt erst Christian. Ja, vielleicht ganz kurz von meiner Seite. Also ich kann natürlich zum einen sprechen, wie wir in unserem Startup arbeiten, zusammenarbeiten und interagieren. Das hat sich ja über die Pandemiephase natürlich auch stark gewandelt. Wir hatten aber auch schon vorher stark auf digitale Tools letztlich gesetzt zum kollaborativen Arbeiten. Das fängt an mit Office 365 über SharePoint. Das sind ist Jira zum Taskmanagement. Das ist das CRM-Tool zur Kontakt- und Kundendatenpflege und Dokumentation. Das heißt, wir legen schon hohes Augenmerk drauf, dass quasi alle zumindest gleichen Zugriff auf Informationen und Unterlagen haben, dass da quasi nichts im privaten Postfach gewissermaßen versickert, dass aber gleichzeitig auch eine gewisse Transparenz über aktuelle Tätigkeiten, Herausforderungen herrscht. Also wir nutzen zum Beispiel OKR als Tool, um quasi so individuelle oder Teamzielsetzungen zu formulieren und gewisses Tracking zu ermöglichen. Da binden wir auch halt unsere Mitarbeitenden entsprechend mit ein. Und es gibt halt in gewissen Zyklen Team-Meetings, wo halt ja gewisse Themen halt angesprochen werden können. Und ansonsten reden wir eigentlich, ja, man Außenstehende sagen, oh, würden das möglicherweise anschätzen, zu wenig. Ja, es gibt viele Fokusphasen, in denen wir halt uns auf unsere Tätigkeiten fokussieren müssen, wo man eben Arbeitsruhe braucht, also Deep Work gewissermaßen zu realisieren. Da versuchen wir es schon dann möglichst zu kanalisieren. Und dann halt Gespräche anzubekommen, wenn es dringende Punkte gibt, aber dann auch eben alle relevanten Personen mit ins Boot zu holen. Und da gibt es jetzt ja auch per Remote Work halt die notwendigen Tools, mit denen man das gut machen kann. Vielleicht nochmal nach außen geblickt, Kunden oder in Unternehmen, mit denen wir da, sage ich mal, zusammenarbeiten. Was halt mit der Etablierung unserer Tools eben eine große Herausforderung ist, also gerade diese Thematik aus existenten Daten, Produktionsabläufen halt neues Wissen zu erfassen oder Informationen, Potenziale zu erkennen. Was man zunächst mal braucht, sind klare Zielsetzungen und die sind natürlich für verschiedene Personen oder Unternehmensrollen, sage ich mal, sehr, sehr divers. Wer nutzt eigentlich unsere Technologien, auf welche Weise, wer zieht welchen Nutzen daraus? Bevor wir mit Kunden durchstarten können, erfordert es halt eine ganz klare Zielsetzung. Das heißt, wir sind schon gefragt, dann auch, sag ich mal, ne, in unserem Fall ist es halt das gesamte Buying Center erstmal zu identifizieren, wen muss man eigentlich mit an den Tisch holen, um hier ein solches Projekt zu skizzieren. Und auch da merkt man natürlich, dass erstmal auch eine Kommunikation mit dem Partner oder bei dem Internen angestoßen werden muss und das gewisse Runden oder Zyklen halt erfordert. Da haben wir jetzt auch noch gar kein so ganz klares Konzept. Das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt, mit dem ich vielleicht mit euch in Austausch gehen könnte. Wie schafft man es jetzt gewissermaßen dann auch mit dem Unternehmen, dass jetzt bei uns ganz konkret halt im Shopfloor halt Wissensmanagement oder Informationen oder Daten halt besser handhaben möchte. Wer ist da eigentlich mit ans Ziel zu holen? Was sind die Treiber? Was sind möglicherweise Hindernisse? Also für uns auch gerade noch ein Lernprozess, wie wir mit unseren Kunden über die Mehrwerte oder auch Hindernisse halt diskutieren können. Ich danke dir für euren Einblick. Und ich würde jetzt auch, Oliver, ich würde dich auch total gerne nochmal dazu fragen, aber ich sehe, es ist schon 12 Uhr. Wir wollen die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Da haben wir ja nachher noch
Genau, wir können, ich habe auch noch ganz, ganz viele Fragen an euch, die Teilnehmenden hoffentlich auch. Und ich habe auch schon gesehen, es sind viele dabei, die selber auch Expertise in dem Bereich haben. Deshalb jetzt schon mal die ganz herzliche Einladung. Vielleicht geht es weiter an Bondami. Und zum Abschluss die Frage sozusagen hier in eure Runde. Was habt ihr mitgenommen und was wollt ihr gleich weiter diskutieren? Damit darfst du jetzt gerne anfangen, Oliver. Wie man anfängt. Business Management einzuführen. Also wir haben ja über die Dienstback ein bisschen gesprochen, die kann helfen, wenn man schon irgendwo in der Mitte ist. Aber wie man anfängt, da könnte man ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Danke dir. Dann, wer möchte als nächstes? Franziska. Ja, ich würde quasi nochmal mit meinem anderen Hut quasi auch im Startup-Bereich tätig darauf hinweisen, dass man gerade auf den Punkt, den Christian gerade eingebracht hat, einfach früh nach draußen geht und guckt, dass man sich mögliche Netzwerke sucht, an denen man Fragen stellen kann, an denen man was gemeinsam arbeiten kann. Wir haben in den letzten 5 Hackathons erlebt, an denen wir teilgenommen haben, wie phänomenal das ist, einfach mit einer Frage rauszugehen. Dafür eignen sich auch Barcamps hervorragend. Einfach rausgehen, diskutieren, in den Austausch kommen. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es, glaube ich, einen großen Unterschied gibt zwischen großen, lange etablierten Unternehmen und kleinen, sehr frisch gegründeten Unternehmen in der Zielrichtung, was zu tun ist. Darüber würde ich gerne sprechen. Ich würde gleich gerne mit Christian ein bisschen über das Konzept der Fokusphasen sprechen und verstehen, wie er das macht. Das finde ich sehr spannend. Und ich will noch einen kleinen kontroversen Punkt da lassen, nämlich das gesunde Vergessen, auch darüber hin und wieder mal nachzudenken, dass vielleicht nicht alles gesichert werden muss. Nee, da wird es ja eh nicht. Auch ein sehr guter Punkt. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Christian. Ja, also ich finde es hochspannend, hier in der Runde dabei zu sein, auch zu verstehen, wie jetzt, sag ich mal, unser Thema, unsere Ansätze halt in diesem globalen Kontext Wissensmanagement halt ihre Position haben und wie es letzten Endes auch an andere Bereiche im Unternehmen vielleicht auch anknüpft und, sag ich mal, aus eurer Expertise aufzunehmen, was können wir halt insbesondere jetzt mit unserem Produkt oder unseren Kundenkontakten vielleicht auch noch berücksichtigen. Also da bin ich gespannt. Und Thomas, ich freue mich gerne auf die Diskussion mit dir zu dem Thema, das du angesprochen hast. Und ich möchte vielleicht auch noch kurz an das, was Franziska sagte, gerade noch kurz anknüpfen. Also den Mut zu haben, rauszugehen und halt sich Hilfe zu holen. Das kann ich nur bekräftigen. Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass Menschen grundsätzlich sehr hilfsbereit sind. Also 80-90% eigentlich auf Probleme ganz individuell eingehen, immer Zeit haben, und das ist eigentlich so meine Handhabung, dass ich tatsächlich versuche, mit Problemfällen mutig nach draußen zu gehen und dass einem sehr vielfältig Hilfe angeboten wird und darüber natürlich dieses Thema Wissenstransfer oder Bereitstellung von Know-how eigentlich relativ einfach umsetzbar ist. Danke euch. Apropos Netzwerke, sich gegenseitig inspirieren. Sind ja auch hier ein Netzwerk, nachhaltig digital. Wir haben viele Experten. Einige davon sind dabei, die ihre Praxisbeispiele, Lösungsansätze miteinander teilen. Thomas war schon mal mit Hello Klein bei einem anderen Baustein dabei, Digital Twin. Christian, ihr seid mit Finance, der ist auch bei Datenerfassung, Analyse dabei. Also auch das sind sozusagen all die Bausteine, die wir schon vorgestellt haben zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung, sollen auch solche Wissenshäppchen sein. Und wir wollen eben auch gerne die Akteure, die hier Lösungen, erste Ansätze haben, miteinander vernetzen. Hier sehen Sie nochmal sozusagen all die Beispiele, die wir zu Wissensmanagement in unserem Baustein aufbereitet haben. Und gleich wollen wir dann in Bondami weitermachen, um miteinander zu reden, um das Wissen miteinander zu vernetzen, zu Wissensmanagement jetzt weiter zu diskutieren, aber auch nochmal zu den anderen Bausteinen und Themen, die Sie beschäftigen. Um uns einmal vor der Sommerpause zu verabschieden. Im September geht es weiter mit neuen Bausteinen. Plattform, Geschäftsmodelle wird der erste Baustein sein. Dann warten weitere spannende Inhalte auf Sie. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren.